Gut, dann freue ich mich sehr. Der Vortrag jetzt hat eigentlich nur ein Ziel, Ihnen Lust oder eigentlich besser gesagt wahrscheinlich einfach nur noch mehr Lust auf das Thema Klimaschutz zu machen und vielleicht noch ein paar frische Perspektiven reinzugeben. Gut, fangen wir erstmal ganz am Anfang an. Klar, ne? Autofahren, Strom aus Kohle, Fleisch essen, im Internet surfen. Jeden Tag produzieren wir durch unsere Handlung große Mengen an CO2. Und ist es ein Problem? Naja, über 800.000 Jahre, die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hatten wir so zwischen 170 und 300 ppm CO2 in der Luft. Also niemals über 300 ppm. Und innerhalb der letzten 70 Jahre sind wir in einer unglaublichen Geschwindigkeit in die Höhe geschossen, auf inzwischen am 16.01.2020 413 ppm. Und auch wir in Europa tragen hier eine besondere Verantwortung. Wenn man sich mal so anschaut, das ist sozusagen die Verteilung des CO2s jetzt auch ungefähr so im März 2006, also schon eine Weile her, inzwischen sind wir da deutlich mehr ins Rote unterwegs, sehen wir quasi, ne, wo es aufsteigt und wie sich es dann über den Globus verteilt. Ja, und je mehr CO2 wir in die Atmosphäre pusten, desto wärmer wird es auch bei uns in Norddeutschland. Wenn man sich anschaut, wann waren die warmen Jahre, die Rekordjahre, dann sind die halt wirklich stark in den letzten Jahren. Was passiert? Es schmelzen nicht nur die Polkappen und der Meeresspiegel steigt, sondern es wird auch zum Beispiel die Ostsee wärmer. Ach super, Ostsee ist wärmer, endlich mal länger baden gehen. Aber wir wissen alle schon aus den letzten Jahren Probleme, giftige Blaualgen, Bakterien und so weiter und so fort. Das heißt, irgendwann kann man gar nicht mehr baden gehen. Also ein echtes Problem für den Tourismus. Und wir wissen auch, es gibt viel mehr Dürren, auch hier im Norden, der doch eigentlich so wunderbar grün und feucht ist, was man auch wunderbar aus dem Weltraum sehen kann. Hier nur mal Fotos, die Alexander Gerst auf seinen beiden Missionen 2014 und 2018 von unserem Landstrich hier gemacht hat. Das ist schon ein erheblicher Unterschied gewesen, den er so auch festgestellt hat, explizit festgestellt hat. Was ja auch ein echtes Problem für die Landwirtschaft ist. Gut. Warum ist also Klimaschutz für uns Menschen scheinbar so schwierig? Ich denke, die Schlüsselfrage ist, wie gehen wir als Menschen mit kostbaren Ressourcen um? Denn wir tun es ja jede Sekunde. Wir atmen ein, wir atmen aus, bewegen uns, spüren die Kraft und Geschwindigkeit unserer Lokomotion. Wir tracken unsere Fitness, wir warten auf den Bus, wünschen uns Mobilität, checken noch kurz, ob wir neue Nachrichten haben. Jede Sekunde unseres Lebens ist Ressourcenregulation. Und egal, ob Geld, Zeit, Schokolade oder Strom, wir funktionieren immer nach dem gleichen psychologischen Prinzip. Wir gewinnen lieber, als dass wir verlieren. Wir sind dabei aber nicht komplett rational. Tatsächlich schmerzen uns zum Beispiel Verluste doppelt so stark, wie Gewinne uns Freude bereiten. Und zeitlich nähere Folgen gewichten wir stärker als zeitlich weiter entfernte Folgen. Das sagt uns die Prospect Theory zum Beispiel. Also, ganz kurz, das ist nur ein Pointer auf ein sehr interessantes Wissenschaftsgebiet. Die psychologische Verhaltensökonomie kann uns helfen, unsere menschliche Ressourcenregulation zu strukturieren und besser zu verstehen. Besonders spannend aus meiner Sicht, wir können unser Leben nur vorwärts leben und nur rückwärts verstehen. Also wir entscheiden nach Expected Utility und der langfristige Experienced Utility ist dann vielleicht ganz anders. Es ist für uns also schwer, unsere Ressourcenregulation auf unseren Langzeitnutzen auszurichten. Das sehen wir besonders schön beim Marshmallow-Test. Beim Thema intertemporales Entscheiden, also ein Marshmallow jetzt oder zwei Marshmallows in 10 Minuten, das fällt nicht nur Kindern schwer. Und besonders schwer wird es, wenn wir es mit geteilten Ressourcen zu tun haben. Also wir sind besonders schlecht dazu in der Lage, den kollektiven, also unser Handeln auf den kollektiven Langzeitnutzen auszurichten. Und eine Ressource, wo sich das besonders schön zeigt, gut, über dieses Schön kann man sich streiten, besonders sichtbar zeigt, ist vielleicht das bessere Wort, ist die Bewahrung der natürlichen Ressourcen, die unsere Welt uns bietet. Also die Welt, wie wir sie heute kennen. Das ist das, was man in der Wissenschaft üblicherweise als Tragedy of the Commons bezeichnet. Und es gibt noch ein drittes Problem. Oft wissen wir ja sogar, was richtig ist, aber wir haben einfach nicht die Kraft, das Richtige zu tun. Schweinhund und Co. Also uns fehlen wiederum in gewisser Weise andere Energie-, Kraftressourcen. Deswegen glaube ich, dass wir eigentlich besser verstehen müssen, wie wir in einer zunehmend komplexeren Welt, die uns ja irgendwie auch immer mehr überfordert, gut auf unsere Kraft und unsere eigenen Ressourcen aufpassen können. Oder jetzt mal ganz pointiert gesagt, wie können wir das Klima schützen, ohne selbst verrückt zu werden? Gut, was können wir also aus der Psychologie der Ressourcenregulation ziehen, ganz konkret für den Klimaschutz? Naja, ich denke, erstmal können wir festhalten,
Wir können relativ gut mit Zeit und Geld umgehen, aber nicht so gut mit CO2. Aber warum ist das so? Naja, was haben Geld, Zeit und CO2 gemeinsam? Das sind alles Ressourcen. Ne? Und für alle Ressourcen gelten die gleichen Gesetze der Verhaltensökonomik. Wissen wir schon. Okay, und was unterscheidet Geld, Zeit und CO2? Zwei Sachen. Bildung und Messbarkeit. Erstens, für viele Ressourcen haben wir ziemlich früh im Leben gelernt, ihren Wert zu schätzen und halbwegs ökonomische Entscheidungen zu treffen. Süßigkeiten und Zeit gehören dazu, CO2 eher nicht. Zweitens, bestimmte Ressourcen können wir direkt messen. Oder wir haben zumindest sehr gute Tools entwickelt, mit denen wir das messen können. Für CO2 haben wir das eher noch nicht. Naja, jetzt können Sie natürlich sagen, klar, für Zeit und Geld hatten wir jetzt ja einige Jahrhunderte Zeit, um tolle Tools zu entwickeln und haben alle einen langen Lernprozess individuell durchlaufen. Wir treffen immer noch ziemlich miese Entscheidungen, zumindest manchmal. Wie soll uns das dann bitte, dieser Lernprozess und dieses Tooling innerhalb von 10 Jahren für so eine komplexe Ressource wie CO2, die man nicht anfassen kann und nicht mal direkt am Ort des Entstehens messen kann, möglicherweise, oder vielleicht schon, aber ne, wo sozusagen vielleicht das Entstehen und die Auswirkungen entkoppelt sind, also wirklich eine ziemlich komplexe Kiste. Das haben wir uns auch gefragt und haben daher als Arbeitsgruppe im Bereich User-Centered Design, digitale Technologien und Ingenieurpsychologie gemeinsam mit der EKSH das Projekt Climate Crafting gestartet, also EKSH Energie- und Klimaschutz Schleswig-Holstein. Und wir haben uns ganz konkret die Herausforderungen Bildung und Messbarkeit rausgenommen und überlegt, was können wir eigentlich aus der Sicht von Psychologie und Medieninformatik tun, um diesen Klima-Analphabetismus zu überwinden. Haben uns also Fragestellungen angeschaut oder wollen uns Fragen widmen, weil das Projekt steht jetzt ganz am Anfang noch, wie die Menschen haben. Was produziert denn eigentlich, wie viel CO2? Und was kann ich jetzt tun? Und wie kann ich das in meinen Alltag tatsächlich integrieren? Welche Tools kann ich nutzen? Wie kann ich mich motivieren? Wie motiviere ich andere? Die Idee ist also die Entwicklung eines Climate Crafting Toolkits. Also Werkzeuge und How-to-Wissen, die allen möglichen Akteuren helfen sollen, im Bereich Klimaschutz durch Digitalisierung den Klimaschutz so einfach wie möglich zu machen. Also die Frage, wie es können wir lernen von den heute ja vielen super funktionierenden digitalen Systemen, ne, nach denen wir teilweise geradezu süchtig sind, und können dieses Wissen auf das Thema Klimaschutz übertragen. Ich weiß nicht, ob jemand schon einen CO2-Tracker benutzt oder danach quasi süchtig ist. Ich würde es mal eher bezweifeln. Und letztendlich ist also die Frage, wie können wir diese erfolgreichen Mechanismen aus dem Bereich der HCI, des Designs digitaler Systeme, übertragen, wie Gamification, Nudging oder auch Bedürfnisorientierung, und damit ein Toolkit für die Alphabetisierung entwickeln. Ne? Also ein Alphabetisierungsökosystem quasi, das in der Nutzung am Ende wirklich Spaß macht. Und im Rahmen des Projekts machen wir so abgefahrene Sachen wie einfach mal in die Grundschule gehen und mit Kindern der Klasse 3 und 4 über das Thema Klimaschutz und Ideen reden. Da kommt dann sowas raus wie zum Beispiel, wie könnte man so eine YouTube-Diät in der Fastenzeit gestalten und auch darüber hinaus. Na, weil auch YouTube verbraucht ja CO2 oder produziert korrekterweise CO2. Oder wir führen eine erste Befragung durch, wie zum Beispiel diese Woche ganz frische Daten von heute von über 200 jungen Menschen aus Lübeck, Studierenden größtenteils, im Schnitt so 23 Jahre alt, also zwischen 18 und 34 ganz konkret, die zeigen, dass sehr viele junge Menschen, die hier an der Befragung mitgemacht haben, also keine Garantie auf Repräsentativität, ne? Die Leute haben sich freiwillig gemeldet, um bei der Befragung mitzumachen, gab eine Verlosung von daher, aber Repräsentativität können wir nicht garantieren. Also sehr viele junge Menschen fragen sich mindestens einmal pro Woche nach diesen Daten nach der CO2-Bilanz von Produkten und Handlungen. Das ist also eine häufige, es gibt viele Fragen dazu. Das in ganz vielen Bereichen. Einkaufen von Kleidung zum Beispiel, Mobilität, Essen, Heizen, Bus und Bahn. Also alle möglichen Lebensbereiche kommen davor. Und über 80% der Teilnehmer und Teilnehmerinnen wünschen sich tatsächlich so eine App, mit der sie Fragen zum CO2-Fußabdruck beantwortet bekommen, um zum Beispiel solche Themen zu klären wie, was ist denn jetzt eine Alternative, wie könnte ich mich anders verhalten? Oder wenn ich A oder B habe, ne, sozusagen die Biomilch und eine normale Milch, macht das jetzt eigentlich einen Unterschied? Oder Soja und Hafer und normale Milch, wie groß ist denn jetzt der Unterschied genau? Wie viel macht das jetzt wirklich aus, wenn ich dieses bisschen, ein bisschen
Rindsfleisch in meine Bolognese mit reinrühre. Alles sind Fragen, die wir wahrscheinlich alle nicht so sofort beantworten könnten. Zumindest nicht präzise. Und wie sollen wir unser Verhalten dann ausrichten? Ne? Weil sobald Unsicherheit besteht, ist es super frustrierend für uns, unser Verhalten zu regulieren. Wenn ich jetzt Ihnen ein bisschen Lust auf dieses Projekt machen konnte, dann habe ich eine gute Nachricht, denn zentraler Bestandteil dieses Projekts ist ein landesweiter Ideenwettbewerb unter Schirmherrschaft unseres Ministers für Digitalisierung und Klimaschutz, Jan-Philipp Albrecht, mit Preisverleihung, das wissen wir seit gestern, am 1.7.2020. Also können Sie jetzt erstens, wenn Sie mögen, auf diese Website gehen, climate-crafting.org, und zweitens sich dort für die Newsletter anmelden und drittens sich schon mal den 1.7.2020 im Kalender blockieren. Und wenn ich Ihnen noch mehr Lust gemacht habe auf das, was wir sonst zu treiben, dann kann ich Sie auf den schon in der Anmoderation angeteaserten YouTube-Kanal verweisen, wo es im Kern immer um die gleiche zentrale Formel geht, nämlich Nachhaltigkeit ist gleich Mensch mal Technik. Und damit es mir nicht so geht wie bei meinem Vortrag zu Climate Crafting auf der Future Energies im Dezember, wo die Moderatorin dann den jungen Professor von der Bühne tragen musste, höre ich jetzt auf und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.